herzlich willkommen bei Plant Sascha. Heute mal mitten aus meinem Pflanzenzimmer. Heute geht es mal um Rankhilfen, um Luftwurzeln, haben Pflanzen eventuell Sinne und allgemein um Bewurzelung. Das soll ein recht kurzes Video werden, um sich das gut merken zu können und trotzdem, sagen wir mal, viel Informationen weitergeben. Fangen wir mal hier mit dem Florida Green an. Hier habe ich einfach Seile befestigt, die sind an der Decke festgeschraubt und unten auf einem Holz festgeschraubt. Dann habe ich den Stamm mit Klettbändern an dem Seil befestigt. Vorher war der Stamm relativ dünn. Als er gemerkt hat, als er befestigt wurde, wurde er viel dicker und stabiler und hat natürlich auch viel größere Blätter ausgebildet. Bei der Syngonium dort hinten das Gleiche. Man sieht, an einem normalen Kokosrankstab, handelsüblich, wie sich die Wurzeln richtig tief dort reingreifen. Jetzt kommt natürlich hinzu, wenn wir diese Pflanze irgendwo im Wohnzimmer stehen haben, bei einer Luftfeuchtigkeit von 30%, werden die Luftwurzeln braun wie diese hier, aber sie werden abbrechen, sie werden vertrocknen und abbrechen. Die Pflanze wird keinen Halt dazu kriegen. Eigentlich zieht die Pflanze ihre ganzen Nährstoffe und das Wasser über den Stamm nach oben. Ab einer bestimmten Höhe jedoch ist es sinnvoll, wenn die Luftwurzeln richtig Halt bekommen und wir die Luftwurzeln auch hier und da mit einer Nährstofflösung einsprühen. Hier bei dem Ferrocosum sehen wir, er ist auch wesentlich stabiler geworden, bekommt größere Blätter, obwohl er hier lieber einen richtigen Stamm hätte, wo zum Beispiel ein Moosstab, wo er richtig noch Feuchtigkeit aufnehmen kann. Ich wollte es aber mal testen, wie weit er nach oben geht. Er ist jetzt innerhalb von 2 Wochen ab der Höhe bis oben zur Decke und schiebt sich jetzt schräg rüber nach vorne, weil ich das so geleitet habe. Hier hinten sehen wir allerdings, hier ist ein Stamm, ein Stück nach hinten Richtung Wand. Und tut sich mit den anderen Kletterpflanzen, hier mit dem Philodendron Brasil, verbinden. Man meint bald, Pflanzen haben Sinne, dass er meint, er könne sich an der Wand abstützen. Philodendron Mamai, das Gleiche. Erst ein ganz dünner Stamm, da muss ich ein paar Blätter entfernen, weil hier und da doch auf den Rückseiten schon mal Tripse sind. Was nicht so schlimm ist, weil hier immer Raubmilben im Einsatz sind. Sieht aber hier nach oben, der Stamm wird wesentlich dicker bis hier oben hin. Die Pflanze geht aber nicht Richtung Licht, was ich eigentlich erwartet hätte, sondern die Pflanze geht Richtung Wand. Dort hinten ist ein großer Blumenkasten mit verschiedenen Philodendren drin, voll Wasser. Man meint, die Pflanze zöge es Richtung Wasser. Die Calathea White Fusion, eigentlich eine richtige Zicke, aber meine absolute Lieblingspflanze, braucht natürlich keinen Rankstab. Sie steht aber dauerhaft im Wasser, mag es aber überhaupt nicht, wenn das Substrat oben feucht ist. Denn dann fängt sie an zu gammeln und die Blätter werden braun. Sie mag auch nicht extrem viel besprüht werden, sonst gibt es wirklich so fleckige Blätter, wie quasi hier, da ist hier oben schon mal was runtergetropft und dann gibt es solche Flecken. Sind natürlich einfache Pflanzen. Die Begonia maculata, die habe ich an ganz normalen Holzstäbchen befestigt, weil die braucht keinen festen Rankstab. Die nimmt eigentlich ihre kompletten Nährstoffe über die Wurzeln auf, ist aber sehr durstig und sollte deshalb dauerhaft im Wasser stehen. Seitdem sie hier in der Selbstbewässerung steht, ist sie eigentlich gar nicht mehr ausgetrocknet, ist auch richtig groß geworden innerhalb kürzester Zeit. Der Topf ist fast immer voll Wasser. Hier schön in Transparenz sieht man immer, ob genug Wasser drin ist. Die Pflanze mit dem schwierigsten Namen, ich weiß nicht, ob ich es richtig aussprechen kann, die Xanthesoma lindeli, sage ich immer, steht auch dauerhaft hier unten, sieht man am Messstab, im Wasser. Mag es überhaupt nicht, wenn sie austrocknet. Aber sobald sie dauerhaft feucht steht, reichlich vielen Blättern. Hier sehen wir den Topf der Monstera. Dicke voll Luftwurzeln. Ein relativ dünner Stamm, ein Rankstab. Man sieht hier, wie sie am Anfang war sie so klein, hatte nur 2 Blättchen. Ist jetzt hier hochgerankt, hat sich immer wieder festgehalten, richtig fest umschlungen, verbunden mit dem Rankstab. Bis hierher
sieht man noch richtig trockene Luftwurzeln, die sind mir auch manchmal abgeknickt. Hier und da, weil ich mal vorhatte, sie zu zerschneiden, habe ich noch Orchideenröhrchen zum Wurzeln dran. Man sieht es hier, sind richtig Wurzeln entstanden. Habe es aber bisher nicht übers Herz gebracht, sie zu schneiden, weil sie so wunderschön nach oben wächst. Jetzt sieht man hier die Luftwurzeln durchbohren, richtig den Rankstab, auch hier gut zu sehen, richtig reingebohrt, hier auch richtig festgehalten, ist voll stabil. Jetzt schiebt sie unter die Decke. Jetzt merkt sie hier oben schon, sie hat keinen Rankstab. Was jetzt mega interessant ist, sie hat immer diese dünnen Luftwurzeln oder hier und da dickere ausgebildet, hat aber irgendwie bemerkt, ich wackel hier oben doch sehr viel rum, zumindest wenn ich hier durchstöber. Ich mache mal eine richtig dicke Luftwurzel. Ich habe da nichts geleitet oder irgendwie gemacht. Die Luftwurzel ist relativ stabil bis hinten zum Blumenkasten, der wie gesagt immer voll Wasser ist, und hat sich da verankert und zieht von da aus Wasser. Ist jetzt die These, haben Pflanzen wirklich Sinne? Merken sie es durch Schwingungen? Weil Wasser eine andere Schwingung hat wie Luft. Sonst hätte diese Pflanze niemals diese Luftwurzel bis in den Kasten gemacht. Augen hat sie ja keine. Genau wie die Mamai. Richtung Wasser. Als wenn Pflanzen das irgendwie merken können. Das bin ich aber noch ganz unabhängig von Sachen, die ich gelesen habe, am Untersuchen. So, wie man hier sehen kann, im Pflanzenzimmer sind 24 Grad, 83% Luftfeuchtigkeit. Hier sieht man jetzt ein Skalbum-Baby. Die habe ich wirklich mal auch komplett ins Wasser gestellt, um das zu testen. Hier habe ich schon reichlich, werde ich auch noch in nächster Zeit vertrocknete Blätter untersuchen, Wurzeln untersuchen, Stammstücke untersuchen. Wie viel Wasser nimmt eine Pflanze auf? Bei welchen Düngergaben? Bei welchem Leitwert? Dazu möchte ich aber ein komplett eigenes Video machen. Wie dünge ich meine Pflanzen? Mit welchem Leitwert? Was hat der pH-Wert zu sagen? Wie verhalten sich zum pH-Wert die Zellmembrane der Pflanzen? Und noch vieles mehr, was eigentlich für den Anfang für ein bisschen teurere Pflanzen wichtig ist, was aber nicht zu umfangreich werden soll. Hier sieht man, den Gigas hatte ich eigentlich nur hier abgestellt mit dem Rankstab, weil ich ihn eigentlich umtopfen wollte und den dicken Rankstab da raus machen. Und da hat sich doch tatsächlich hier direkt die Efeutute von hier oben reingebohrt und kommt hier unten wieder raus, um sich dort Halt zu suchen, um sich dort abstürzen zu können. Jetzt kommen wir mal zur Bewurzelung. Jetzt haben wir genug hier über Wurzeln und Rankstäbe geredet. Schneide ich sie ab, lasse sie kurz antrocknen und stelle sie am liebsten eigentlich in Wasser. Ich bin abmoosen ja bei denen hier. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Moosfreund, weil man da immer ewig das alles am Abknibbeln ist. Hier sieht man schon, die steht jetzt knapp eine Woche im Wasser. Da bilden sich schon ganz leicht Wurzelaustriebe. Hier sehen wir vom, ich glaube, letzten Video war es, wo wir die Syngonium geschnitten haben. Auch schon wieder neue Blätter unterwegs, Luftwurzeln am Bilden, schöne Luftwurzeln hier, aber auch sieht man hier einfach ins Wasser gestellt, das Wasser nicht gewechselt und wunderschöne neue Wurzeln bekommen. Das geht also relativ schnell bei denen. Fast in jedes Glas stecke ich immer ein Steckling der Efeutute, was ich aber eigentlich in einem anderen Video genau erklären möchte, warum das so ist. Ich habe schon oft in Perlit bewurzelt, das klappt super. Einfach nur in Wasser geht auch oder erst in Wasser, dann in Perlit umpflanzen. Am liebsten benutze ich ja Substrat wie Pon oder Vulcatec. Beideren bei Stecklingen geht in Moos, aber ich habe jetzt auch schon relativ oft einfach in Ceramis, in eine transparente Box in Ceramis gelegt und wie man hier sieht, die liegen jetzt erst eine Woche drin. Wunderschöne, flauschige Wurzeln. Das geht also relativ schnell im Ceramis. Der Vorteil beim Ceramis, gammelt nichts, ist relativ steril. Ich lüfte immer gerade mal, wenn ich dran denke, alle 2 bis 3 Tage. Und man braucht hinterher nicht alles abzuknippeln, wenn man sie einpflanzen möchte. Wenn man natürlich einen Raum hat, wo man nicht so eine hohe Luftfeuchtigkeit herstellen kann. In diesem Raum ist jetzt kein Luftbefeuchter, weil hier genug Pflanzen drin stehen.
Die Pflanzen werden einmal in der Woche gegossen. Es gibt natürlich Pflanzen, die wie Begonien, die gieße ich 2 bis 3 Mal in der Woche, weil die im Moment relativ stark wachsen. Die anderen Pflanzen geben über die Blätter, durch die Verdunstung so viel Feuchtigkeit ab, dass eigentlich selten unter 60% fällt. Wenn ihr aber ein Pflanzenzimmer habt, wo anfangen die Luftwurzeln auszutrocknen, würde ich sagen, lasst es einfach 2 bis 3 Mal in der Woche regnen. Das mache ich auch immer. Man sollte nur darauf achten, ich habe jetzt hier die Decke noch nicht fertig, dass genug Belüftung da ist. Also Luftzirkulation ist das Allerwichtigste. Sobald keine Luftzirkulation im Raum stattfindet, bekommt ihr zum Beispiel da hinten in der Ecke oder in der Ecke, war als der noch nicht da war, leicht Schimmel. Ist aber nicht schlimm, kann man mit Sakrotan abwaschen. Ich habe aber dann die Wände nochmal überstrichen mit schöner Boden-, Bad- und Küchenfarbe. Da ist ein Fungizid drin, dann schimmelt auch nichts mehr. Nichtsdestotrotz sollte man die Pflanzen ab und zu mal besprühen, das tut denen recht gut. Auch den Blättern, man kann auch ein bisschen Nährstofflösung dem Wasser hinzufügen. Ich mache das auch immer und gehe einfach hier durch den Raum durch mit einem elektrischen Sprüher. Besprühe die ganzen Pflanzen, die Luftwurzeln, die Rankstäbe. So bleibt auch ein ganz normaler Kokosrankstab relativ lange feucht. Bei mir bekommen die Pflanzen immer so eine kleine Regendusche und durch die starke Luftzirkulation, bei der Calathea gebe ich immer ein bisschen Acht, die anderen bekommen ruhig die volle Dusche. Hier die Alocasia venti, wie man sieht, macht Blätter ohne Ende, auch relativ groß. Die Blätter kann man ruhig richtig nass machen, das macht dem gar nichts. So, das macht mir am meisten Spaß, gerade weil es so heiß draußen ist, hier in dem Feuchten zu stehen. Manche mögen das nicht. Falls noch mehr Fragen oder Anregungen sind, schreibt das einfach in die Kommentare oder schreibt mir über Insta bei Plantsascha. Ich beantworte gerne alle eure Fragen. Könnt auch ein paar Anregungen da lassen, was ihr beim nächsten Video wissen möchtet oder sehen möchtet. Auf dahin noch einen schönen Feiertag heute, einen schönen Abend, der Tag ist fast schon rum. Und dann auch auf das kommende Wochenende. Genießt das schöne Wetter, solange die Sonne noch scheint. Ciao!